So, wir sind wieder zurück auf dem Minecraft Call of Duty Server. Der Yusuf ist wieder mit dabei. Ja, ich bin mit dabei. Juhu, er ist mit dabei. Der Yoshi ist wieder da. Ja, der Yoshi, Und da immer ist noch auch kein wieder Felix da. dabei. Wir konnten ihn noch nicht zwingen, weil gerade eine Minute zwischen dem vorherigen Video vergangen ist. Das tut uns wirklich Ja. sehr leid. Es waren technische Probleme. Wir konnten ihn nicht über Skype drohen. Also, ja. Tja, was soll man machen? Ja. Ich glaube, er wäscht gerade seinen Hund oder so. Ich weiß nicht so genau. Oder er badet mit seinem Hund. Was macht er gerade? Hunde waschen. Das ist jetzt echt kein Scherz, okay? Also, er hat irgendwas Ja. gesagt, er wascht seinen Hund oder er badet mit seinem Ja, Hund oder man so. darf sich doch auf die Hygiene aufpassen von seinem Haustier. Er ist kein armes Kind, keine Sorge, wir dissen ihn nur ein bisschen. Aber, naja. Oha, es ist gerade infiziert, das habe ich gar nicht bemerkt. Bist du ein Infizierter? Ja, ich glaube, ich bin ein Infizierter. Der Erste? Ja, ich Nein, bin du warst nie der tatsächlich erste infiziert. Infizierter, aber ich andauernd. Ich war nicht der erste Infizierte, weil ich habe schießen können. Ich habe das gar nicht so richtig gemerkt. Ich habe einfach so geredet und da war ich auf einmal tot. Weißt du, ich habe auch ganz normales Team Deathmatch. Oh komm, schnappt mich die Kills weg, ihr Penner. Not done. Okay. Dieser Server kann einen leicht aggressiv machen. Ah! Ich bin ein gutes Beispiel dafür. Kommt ja! Ja, Alter! Bitte, was haben die für Waffen? Wieso deine Diamant? Der muss die beste Waffe haben, was gibt bei Diamant. Von Ich bin Shotgun. ein Zombie. Juhu. Überlebenskampf bei Call of Ja! Duty. Schnell, wir brauchen irgendein Thema. Bitte schreibt uns irgendein Thema in die Kommentare. Wir brauchen ein Thema. Ich weiß nicht, was Ja, ich reden ein soll. Thema. Schnell. Okay, das Thema ist, wir brauchen Text. Also, wir haben sehr wenig Text vorhanden. Und deshalb reden wir jetzt darüber, wie man Text bekommt. Man bekommt Text aus Wikipedia. Zum Beispiel, oha, warte, ich habe noch von früher mal Fakten aufgeschrieben. Zum Beispiel, die DNA eines Menschen stimmt zu 55% mit der einer Banane überein. Wieder mal unnütze Fakten in einem Video. Wunderbar, ich bin sehr unvorbereitet, deswegen weiß ich jetzt nicht, was ich tun Eigentlich hast du soll. dich von Wikipedia, sondern von Stupid-Edia Nein, es ist wirklich von. Oder nein, es ist glaube ich nicht. Ich weiß es nicht, ob die Quelle Wikipedia ist. weiß ich. Ich glaube, irgendein Video ist die Quelle und von dem ist die Quelle, glaube ich, Wikipedia. Keine Ahnung, ist ja jetzt egal. Okay, während ich da jetzt einfach so herumrenne, hinter dem Yusuf herrenne, Also, soll ich noch einen Fakt also ich vorlesen? kenne das so ein Thema. Soll ich Wer noch. kennt den Soll ich. Microsoft-Chef Steve Ballmer? Nee, ich meine nicht Developers! persönlich, sondern der den überhaupt kennt. Okay, ein ganz kleiner Tipp. Developers. Oder? War das ein Tipp? Developers. Ich glaube, das war ein Tipp. Developers. Falls das Und jemand ma verstanden mal hat, ist das es, ist. einmal in der Schule wollte die Lehrerin irgendein Video abspielen. Irgendwas war Amerika. Ja. Wir haben nämlich in der Schule. Wir sind noch in der Schule, ja. Ja, wir sind nicht alt. Wir sind. Ja, aber es ist in den letzten Jahr. Da gibt es Okay. eine höhere Schule. Also, falls ich jemals irgendjemanden oder irgendetwas beleidigen sollte, außer dem Felix, tut es mir wirklich sehr leid. Ja. Außer dem Felix, wirklich. Der Felix ist egal. Der Felix darf beleidigt werden, den dürft ihr auch in die Kommentare beleidigen. Ihr dürft ruhig reinschreiben, der Felix ist voll dumm. Er wird es nie merken. Okay. Also, ich mach das auch manchmal. Thema Ich hab wechseln. Warte kurz. Achso, was wollte ich sagen? Also, und da hat die Lern ausgerechnet das Developers Remix Video abgespielt. ja. WTF? Also, das Developer Remix Video abgespielt. Falls das irgendjemand kennt, soll man es verlinken? Ja. Ja, ich glaube, wir verlinken es. Ich weiß nicht, ich Okay. habe nur beim ersten Mal ein bisschen gelacht, aber irgendwie war es lustig, wie es dann die Lehrerin in der Schule abspielen wollte. Okay, noch ein unnützer Fakt. Jedes Jahr ersticken circa 100 Menschen an einem Kugelschreiber. Wunderbares Wissen, wunderbares Wissen. Dann gehen wir noch auf unnützes.com, da gibt es unnützes Wissen. Zum Seid ihr echt? Beispiel, die ersten Cheerleader waren Männer. Aber das ist jetzt, ich bin jetzt echt voll unvorbereitet, das ist kein Scherz, okay? Ich hab den Zettel unabsichtlich da jetzt mal anliegen gehabt, so geil irgendwie. Soll Ich ich noch dachte, einen das ist Fakt einfach komplett vorlesen? Ich spontan. hab einige Fakten. Ja, ich bin voll spontan, ich bin so spontan, ich habe einen Zettel. Ich hab einen spontanen Zettel, so ist eigentlich. Theoretisch gesehen. Okay. Okay, also, soll ich noch einen Fakt vorlesen? Ja, okay. 1896 wurde festgelegt, dass ein Fußballfeld in Deutschland baumfrei sein muss. Ja, Bäume sind nicht gut im Fußballfeld.
Bäume sind nicht gut im Fußballfeld. Ist es nicht überall so, dass die Fußballfelder baumfrei sein sollen? Ja, das habe ich mir irgendwie auch gedacht, aber... Naja, es war vermutlich nicht Pflicht. Und das war wieder mal eine Episode von Unnützes Wissen mit Andy. Ja, schnell noch eine Episode. Der Name Manhattan leitet sich von der Indianersprache ab und bedeutet Ort, an dem wir betrunken waren. Wieder mal unnützes Wissen. Super und die toll. Amerikanische Bundeshymne. Falls irgendwas nicht stimmt, tut es mir wirklich leid. Ich habe es auch nur vom Internet. Na warte kurz. Ich habe noch ein unnützes Fakt. Dass die amerikanische Bundeshymne kommt von einem Trinklied. Wunderbar. Aber das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Warum, weiß ich zwar nicht, aber ich kann es irgendwie gut vorstellen. Amerika ist anders. Und das Lied, der Typ, der bei der GEMA den Titel eintippt, ist ein blöder Penner. Ich möchte keinen GEMA-Mitarbeiter beleidigen, sonst ist dieses Video futsch. Ja, wir wollen niemanden beleidigen, der gerade heimlich Internet surft. Also bitte. Wir haben nichts gegen heimliche Internetsurfer, die bei ihrer Arbeit gerade nichts tun. Und da steht laut der GEMA-Datenbank, das Lied ist bei der GEMA registriert. Also, eigentlich bemitleide ich auch die Deutschen wegen der GEMA, obwohl wir Österreicher sind. Tja, was will man tun? Und dieses Lied steht in der GEMA-Datenbank als der Typ, der bei der GEMA den Titel eintippt. So heißt er nur. Ja. Und naja, was noch was für die GEMA. Gangnam Style ist es. Gangnam Style kann in Deutschland nicht abgespielt werden. Also ich hoffe mal, dass das stimmt, sonst sind wir ganz schön dumm. Das wäre jetzt ganz schön peinlich. Stimmt sogar. Im Eigelb vom Ei ist mehr Eiweiß als im... Nein, warte. Umgekehrt, im Eigelb vom Ei ist mehr Eiweiß als im Eiweiß. Mhm. Das war jetzt nicht runtergelesen, das habe ich noch auswendig gewusst. Bin ich gut? Du kannst doch um die Sniperkugeln. Alter, was macht der bitte? Was macht der? Alter, jetzt reicht's mir, jetzt lege ich den mit dem Schwert. Kommt's her. Alter, beide Kills haben's mir weggeschnappt. Okay, das ist nicht nett. Das ist echt unterste Schublade. Das ist unter meiner Gürtellinie. What the? Ich spiel gerade wieder extremste Noob, wirklich. Wie schaut's bei dir aus? Kill Death Rate. Ich hab 0 Kills und 6 Deaths. Jetzt sind wir wieder bei der Lobby. Ich bin so schlecht, ich habe jetzt innerhalb von diesen. Ich glaube 4 Mal haben wir jetzt gespielt und jetzt habe ich. Vorher habe ich mehr Kills als Deaths gehabt und jetzt habe ich 603 Kills und 630 Deaths. Also. Ich check noch mein WhatsApp. Nein, ich füge euch nicht bei WhatsApp hinzu. Niemals. Ihr werdet nie herausfinden, wie ich bei Minecraft heiße. Ich heiße Andreas 77677. Und nicht Josef Anderlein N. Du werdest nie herausfinden, wie ich heiße. Ja, ich werde es auf keinen Fall herausfinden, wisst. Wenn ich jemals auf irgendeinem Server bin, ich werde nicht erkannt werden, vor allem weil dieser Kanal unbekannt ist. Ja. Also, falls wir unser Server online stellen und es auf Sicherheitsrisiko getestet haben, werden euch zeigen. Falls jemand hackt, wird er getötet. Komme ich nach Hause zu euch mit einem Messer. Da werde ich mit dem Messer eine Wurst schneiden und euch damit erschlagen. So. Also, das ist echt. Ich dachte, du verkleidest dich als ein Slender-Kostüm. Ja, das werde ich vorher machen. Aber das war jetzt der Überraschungseffekt, verstehst du? Das war nicht nett. Theoretisch ist das der Überraschungseffekt, dass dann das Slenderman mit einer Wurst da steht. Das ist echt nicht nett. Ist ich circa, das Slenderman. Weil das habe ich schon vorher erwähnt, dass circa 100 Menschen jährlich an einem Kugelschreiber ersticken. Da wird es der 101. sein, der aber an einer Wurst erstickt. Ja. Tja. Die Wurst wird getarnt sein als Kugelschreiber. Ja, dann ist das um einer mehr. Wer nicht liked, der Slenderman besucht ihn heute Nacht. Da steht wie immer auf Facebook. Also bitte seid nett. Ich sehe auch lustig aus. Warte, das ist infiziert, das habe ich gar nicht checkt. Ich bin so dumm. Ich renne hin mit der Sniper. Ich sehe lustig aus in der Kleidung. Ich sehe aus wie ein Trollfist, wo man die Augen nicht sehen kann. Lol. Ja, ich habe einen Trollface. Ich habe dieses Original Texture Pack und jetzt ist mein Skin irgendwie anders.
Mein Skin ist jetzt. Wow! Rückzug, Rückzug, Rückzug! Zurück, 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 sag ich nur, zurück. Wieso kann ich nicht schießen? Wieso kann ich nicht schießen? Ich ja, bin sicher. Gestorben. Ich auch. Ich wurde infiziert. Okay, wir brauchen definitiv irgendein Thema. Das Thema, kein Thema zu haben, haben wir jetzt auch schon abgeschlossen, das ist das Problem. Yep. Schnell ein Thema, schnell, sag irgendein Thema, Josef. Videospiele. Videospiele. Das haben wir auch schon gehabt, nächstes Thema. Wer kennt Super Mario? Zelda. Ja, Super Mario. Alle, die Super Mario nicht kennen, schreiben in die Kommentare. Woo! Wir sind Fame. Ja. Ja. Und wer kennt die Wii U? Meine Nintendo Network ID weiß ich gar nicht im Kopf. Tja, ich weiß nur, dass ich keine PlayStation habe, deswegen könnt ihr mich ruhig bei PlayStation Network adden. Ich habe nichts dagegen. Mhm. Wie heißt der Felix eigentlich auf PlayStation? Hat er, ne? Felix der Noob. Ja, nein, falls es einen Felix der Noob auf PlayStation gibt, dann ist es der Felix. Der hat eine PlayStation 2. Oh, der hat tja, fail. Er hat keine PlayStation 3, ich habe auch keine. Ich habe nur eine Xbox. Ja, nur eine Xbox 360. Hast du eine schwarze? Ja. Mit Kinect? Nein. Die der ist... Boxer Kauf. Sind wir ja schon zwei im Team. Aber der neuen Xbox wird Kinect wahrscheinlich verpflichtend sein. Ich habe gerade einen vollen Fail gemacht. Macht das nicht jeder? Nein, ich werde das jetzt erst, ich bin jetzt eingesperrt. Ich bin so dumm. Warte, ich zerstöre einfach den Block, dann sterbe ich hier automatisch. Also, das ist das Gute. Gleich das Thema gewechselt. Achso, wir sind bei... Wer kennt das Spiel Zombie U an die Wii U Zocker? Wer kennt das Spiel Zombie U? Ich kenn's nicht. Er muss dann gegen Zombies kämpfen in London. Echt? Ich hätte glaubt, man muss gegen Kühe kämpfen. Alter. Und da gibt's immer so einen Typen, der nennt sich Pepper und er flippt und Zeit für Zeit flippt immer mehr aus. Komm, wir brauchen ein gutes Thema. Okay. Thema. Oder ich schätze mal, hier kommt ein Cut. Cut.